Daumen nach oben, Dankeschön. Daumen nach oben für die Mannschaft von Didi Kübler. Herzliche Gratulation, dritter Sieg gegen den LASK in dieser Saison, damit uneinholbar auf dem zweiten Platz. Ich nehme an, ein rundum zufriedener Cheftrainer. Na, warnen wir jetzt nicht, weil ich glaube, es war eine unglaubliche Saison, wenn man das jetzt so sagen kann, weil wenn man die Dinge sieht, was eigentlich in den letzten Jahren passiert sind, ein kompletter Umbruch von der Mannschaft, haben Spieler geholt, wo ich sage, die zu uns passen, haben da leider ein totales Verletzungsproblem, hat sich durchgezogen das ganze Jahr und dass man dann trotzdem auf Platz 2 steht, verdient, muss man sagen, ist eine unglaubliche Leistung der Mannschaft und bin wirklich stolz darauf, dass wir so viele Dinge in diesem Jahr wieder legen können und gefreut mich für die Spieler ungemein. Danke sehr. Du hast nach dem ersten Spiel in der Meistergruppe für möglich gehalten, dass wir auf Runde vor Schluss auf dem Platz stehen? Es war schlimm, wenn ich jetzt nachsage, weil ich denke, man glaubt an seine Mannschaft. Natürlich, wie es dann so war, dass viele Verletzungen passiert sind, dann fängt man schon ein bisschen zum Nachdenken. Aber ich glaube, im Trainerteam sind wir immer sehr ruhig geblieben. Und das ist, glaube ich, das, was jetzt eigentlich uns auszeichnet. Im Trainerteam und auch bei der Mannschaft, dass wir wirklich total füreinander einstehen und dass wir sie wirklich gut verstehen. Und ein Klima ist nicht verantwortlich, dass man zu Siegen kommt. Aber es kann dir sehr wohl wirklich gut helfen, dass man erfolgreich spielt. Und das ist, glaube ich, auch ein Teil davon. Danke, dann darf ich auch bei der letzten Pressekonferenz in diesem Jahr, in dieser Saison im Allianzstadion den Hackl um die erste Frage bieten. Der Kollege der Ismail hat gesagt, es hat einen LASK vor Corona gegeben und einen LASK nach Corona. War Rapid über die Saison immer das Gleiche oder, ich meine, es hat sich wahnsinnig viel geändert. Nicht? Auf einmal ist Meistergruppe diese Geisterspiele. Hast du irgendeine Veränderung bemerkt oder ihr habt es dann eigentlich fast unbeeindruckt gewirkt von dieser völlig neuen Situation, gerade für eine Mannschaft, die normal für 25.000 Leute spielt? Es hat auch für uns auch vor und nach Corona gegeben, also so ist es nicht. Aber wir sind im Prinzip am Weg geblieben. Das ist entscheidender. Also ich denke, man kann jetzt viel bereden. Und wir haben ja Dinge gemacht, die was erlaubt waren zu dem, muss ich sagen. Also von dem her war es ja wunderbar. Dankeschön. Bitte, machen wir wieder das Mikrofon, damit es jeder hört. Christian, auch das hat Tradition. Es bleibt dieser schöne Erfolg, aber natürlich, jetzt muss man schon weiter planen. Jetzt ist man in der Champions League, das ist am 25. August schon. Man weiß noch immer nicht genau, wie es weitergeht. Kommt der zweite Welle, der Verein hat natürlich wirtschaftliche Probleme. Man weiß nicht, kann man den Schwab überhaupt halten? Es bleibt eine gewisse Unsicherheit. Trübt es irgendwie diese Freude über einen Erfolg? Weil normal, in einer normalen Zeit, sagen wir mal, das Vizemeistertitel fällt. Super, du verkaufst 17.000 Abos am nächsten Tag, etc. Es bleibt wahnsinnig schwierig, gell? Es bleibt wahnsinnig schwierig, aber eins will ich schon mal sagen. Wenn ein Fan, ein Rapid-Fan, ein wahrer Rapid-Fan, jetzt mit dieser Problematik gesagt hätte, dass wir auf Platz 2 sind, dann ist er zwar ein Rapid-Fan, aber er legt sich selber an. Ja? Und deshalb muss ich echt sagen, ich kann die anderen Dinge jetzt nicht beeinflussen. Natürlich ist es so, dass der Stefan Schwab für uns ein enorm wichtiger Spieler ist, am Platz, außerhalb des Platzes. Und ich kann mir so wirklich nicht vorstellen, sage ich jetzt ganz ehrlich, weil er einfach ein guter Spieler ist. Aber wir haben alle gut gearbeitet und deshalb will ich heute eher über die Dinge reden und nicht jetzt dann diesen zweiten Platz, da war quasi so wieder ad acta legen. Das war eine unglaubliche Leistung der Mannschaft. Das will ich wirklich, und ich will es oft genug betonen, weil das wirklich top war. Und hätte uns keiner zugetraut. Bitte, Markus Neißl, bitte. Ja, Österreich ist jetzt im Prinzip entschieden. Es hat Zweiter für den LASK jetzt in der letzten Runde noch um sehr, sehr viel. Ich gehe davon aus, nachdem es euch hier zwar sehr, sehr gut versteht, dass Sie im Ismail gleich versprochen haben, am Sonntag mit der besten Mannschaft anzurücken nach Wolfsberg oder. Wie kann man, was kann man Last auf ihre Hoffnung machen, was Rapid am Sonntag aufs Feld schickt? 11 Spieler 100%, da bin ich fix dabei. Aber
mir geht es jetzt weniger um LASK, mir geht es um Rapid Wien. Also was jetzt passiert, das ist mir jetzt wirklich gleich. Und ich will nochmal dazu sagen, es wäre alles anders gekommen möglicherweise, wenn Verantwortliche dort den Fehler nicht gemacht hätten. Also man muss schon mal sagen, ich will nicht in der Haut stecken, als Trainer und andere Verantwortliche, die was eigentlich die Maßstab spielen können und dann schlussendlich in Wahrheit jetzt kämpfen müssen um einen dritten Platz. Und da kann ich manchmal nicht viel dafür. Aber das ist nicht mein Thema. Ja, und Valerei Ismail, muss ich dazu sagen, also ist nicht meine Geschichte. Also ich bin Trainer von Rapid Wien und nicht vom LASK. Wie man die kennt, wirst du wahrscheinlich die letzte Partie auch noch gewinnen. Es ist schon so, dass wir sagen, dass wir nicht einen Ausflug machen nach Wolfsburg, sondern wir wollen da schon eine Mannschaft stellen. Aber natürlich kann es durchaus sein, dass der eine oder andere Spieler, wir haben ja jetzt bei dem 30-Mann-Kader, hat ja einer nicht gespielt, das darf ich auch nicht vergessen. Wir haben der Adi, der hat als einziger Spieler nicht gespielt. Und das ist ja dann eigentlich nur bemerkenswert, aber ich glaube nicht, dass eine Mannschaft mehr Spieler eingesetzt hat. Und da sind 10 vom Rapid-Nachwuchs dabei. Das soll man nicht vergessen. 10 Spieler, und ich weiß nicht, wie viele Clubs 10 Spieler eingesetzt haben vom Rapid-Nachwuchs. Also das will ich auch noch zusätzlich betonen. Bitte, Christian Hackl nochmal. Es kommt wieder das Mikrofon überraschenderweise. Es gibt natürlich in so einer Meisterschaft viele Momente. War vielleicht einer der erstaunlichsten, wo man sieht, wie intakt die Mannschaft ist, diese Reaktion auf das 2-7 gegen Salzburg. Dieses immer wieder Fangen, ich meine, das muss man nicht, und du schließt da laut zwei, und war vielleicht das Sturmspiel letzte Woche, das dir am meisten imponiert hat? Dieses Zurückkommen. So blöd es klingt, das 2-7 wird natürlich ein historischer Sieg bleiben, möglicherweise. Ich wünsche keinem Trainer und keiner Mannschaft, dass die noch einmal daheim verlieren, aber es war erklärbar. Ich hab das nach dem Spiel gesagt, es waren Dinge dabei, die normalerweise besser funktionieren. Das war der ruhende Ball in diesem Spiel. Dass das Salzburg Qualität hat, ist eine andere Geschichte. Und wir sind eigentlich nie da drauf geblieben. Wir haben eigentlich gesagt, bis dahin haben wir es sehr gut gespielt im Playoff. Und diese Niederlage kann uns nicht aus der Bahn werfen, weil so ein Spiel wird es wahrscheinlich nicht alle Jahre geben. Wird es wahrscheinlich nicht einmal alle 20 Jahre geben. Wir haben es leider erlebt, haut noch. Und mir hat es aber dann so blöd klingt, ich bin da ruhig geblieben, weil ich mir gedacht habe, man kann nicht dann auf einmal alles wegwerfen, was gut war. Und dadurch haben wir da eigentlich genau das beibehalten, was wir gesagt haben. Wir wissen, was wir können, was wir spielen können, und deshalb sind wir jetzt auf Platz 2. Das ist halt schon ein schönes Gefühl. Alles klar. Bitte, Alex Huber. Es ist schwierig nach so einer turbulenten Saison, aber würdest du vielleicht den einen oder anderen Spieler erwähnen, der dich selbst überrascht hat? Also beim Taxifund, das hast du immer betont, dass du weißt, was er kann. Ist vielleicht der Kelvin Arase, weil man denkt, wo der vor einem Jahr war, die größte Überraschung? Weil, also du kannst natürlich die Spieler genau einschätzen, aber dass jetzt alle so performen, oder zum Beispiel jetzt Dejan Ljubicic auf einmal auf einer neuen Position, wahrscheinlich besser als jemals zuvor. Wo bist du als Trainer überrascht worden? Ich glaube, dass sie viele Spieler entwickelt haben. Das darf man jetzt nicht vergessen. Viele Spieler haben sie entwickelt, weil sie, obwohl wir bei Rapid Wien sind, weil wir im Trainerstab immer ruhig geblieben sind. Ganz gleich, was sie Einflüsse, dass immer gekommen sind. Und wir wissen ganz genau, bei Rapid ist es so, wenn du nur effizient spielst, ist es zu wenig. Wenn du hoch gewinnst, ist es manchmal so, dass das im Prinzip auch der Gegner auch schlecht war. Und da haben wir eigentlich das gutes Setup gehabt, dass wir da im Wort immer ruhig geblieben sind und dass wir uns immer richtig einschätzen können. Und dadurch haben sich die Jungs bei uns, glaube ich, auch gut entwickeln können und haben den nächsten Schritt gemacht. Und jetzt irgendeinen Spieler explizit herauszuheben, das ist, klar kennt ihr deine anderen Song, auch der Leo Kreimer hat unglaublich gut gespielt. Also der hat eigentlich, der ist 18 Jahre und wird jetzt 19 Jahre und hat eigentlich jetzt permanent gespielt und hat top gespielt. Also einer von vielen, muss ich sagen. Aber im Fußball geht es über das Kollektiv, geht es über eine Mannschaft. Weil einer allein kann uns besser machen, aber viele können eine Mannschaft noch stärker machen. Und das, glaube ich, ist eine riesige Stärke für uns geworden. Und das habe ich auch im letzten Jahr gesagt,
Wir haben im letzten Jahr, wie ich gekommen bin, haben wir nicht diese Einheit, waren wir nie. Und dadurch haben wir da, habe ich schrauben können, gemeinsam im Trainerteam, das darf man nie vergessen, was wir wollen, was wir tun wollen, dass dann nicht so aufgeht, ist umso schöner. Übermorgen übrigens hat er Geburtstag, Dario. Ja. Oder vielleicht am Sonntag seine erste Partie als 19-Jähriger. Gibt es noch weitere Fragen an den Trainer? Wenn nicht, doch, ja, Christian Hackl, Moment, es gibt ausnahmsweise sogar jetzt ein Mikrofon. Ist jetzt dadurch durch die Situation Trainingsbeginn früher, hast du, oder ist das jetzt alles noch zu früher? Wann fängt es wieder an? Bei LASK hat Dorf gesagt, die fangen am 24. Juli an. Weißt du schon irgendwann Termin? Wir wissen es auch, aber es ist so, dadurch du jetzt diese Pause, diese Spiele gehabt hast, brauchst du eine Pause. Das ist einfach so, weil es ja nicht so, dass dann nachher nicht wieder weitergeht. Das ist ja eigentlich eine unglaubliche Belastung. Man bemerkt es selber und ich muss ja da auf dem Weg bei meiner Frau mich bedanken, weil es ist nicht so einfach, wenn du so einen Stress hast in einem Monat, bist du nicht derselbe Mensch. Weil du dieser Druck, der was auf uns lastet, auf jeden Trainer, aber bei Rapid im Speziellen, bin ich echt froh, dass ich jetzt wahrscheinlich in den nächsten Wochen wieder der Alte bin. Ne? Und die Kinder werden auch nicht unzufrieden sein, denke ich mal. Okay, ich denke, schönes Schlusswort. Sag Gratulation nochmal, danke an euch und bis ein anderes, bis zum nächsten Mal, was? Wann immer das sein wird. Also, wir fangen Trainingsstart. Wir fangen an, aber wir fangen nicht später oder nicht früher an, aber.